Das ist ein Weitwinkelobjektiv von Dürr und zwar ist das ein sogenanntes Fischei. Die haben wir bei uns im Shop für die verschiedenen Kamerasysteme, also verschiedene Kamerabajonette. Ich werde Ihnen jetzt mal hier anhand dieses Beispiels für das Sony E-Mount mal kurz eben hier das Objektiv auspacken, an die Kamera dran machen und selbstredend ist dieser Film dann stellvertretend für die anderen Weitwinkelobjektive für diese anderen Systemkameras, die wir dann noch so im Shop anbieten, beziehungsweise halt eben die Objektive. Bevor ich mich jetzt noch weiter verheddere, fangen wir jetzt einfach mal an. Das Weitwinkelobjektiv wird so ausgeliefert, wie wir das jetzt hier sehen, in diesem Karton. Den machen wir dann weg. Und dann haben wir hier so einen kleinen Köcher mit einem Reißverschluss. Und da ist noch eine kleine Schlaufe dran. Und dann haben wir hier das Objektiv. Die kommen alle hier mit dem Vorder- und Rückdeckel. Den Rückdeckel nehmen wir direkt mal ab. Dann nehmen wir uns die entsprechende Kamera dazu, lösen einfach hier das Originalobjektiv und dann müssen wir hier nur noch mit den Markierungen arbeiten. Einmal hier ein roter Punkt, der kommt dann hier bei der Sony an den weißen Punkt ansetzen und dann können wir das Ganze hier einfach wieder so arretieren. Machen wir vorne einfach dann nochmal die Kappe ab und dann sehen wir dann hier das Weitwinkelobjektiv, hier das Fischei an der Sony Next. Stellvertretend natürlich auch für alle anderen Bajonette, die ich Ihnen gerade genannt hatte, beziehungsweise bei uns im Shop. Können Sie dann suchen für Micro Four Thirds, für Fuji Finepix, für die Nikon 1 und für das Canon EOS M-Mount. Ja, da können Sie hier einfach dann noch mit scharf stellen. Das ist natürlich bei einem Weitwinkelobjektiv mit diesen Brennweiten hier 7,5 oder 12 mm, je nachdem welches Kamerabajonett Sie dann haben, ist natürlich halt eben dann im Prinzip eigentlich gar nicht mehr einstellbar. Braucht man eigentlich gar nicht mehr bei der Blende und da kann man halt eben im Bereich von 0,5 Meter bis unendlich in diesem kurzen Weg hier, diesem kurzen Hubweg, den wir hier haben, einfach das Ganze dann einstellen. Macht irre viel Spaß, ist mal eine ganz andere Sicht auf die normalen alltäglichen Dinge des Lebens. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und das war also hier das Dürr Weitwinkelobjektiv. Stellvertretend an der Sony Next für die ganzen anderen Bajonette, die wir noch im Programm haben.